Don't cry for me, Argentina. Diesen Satz kennen Sie vielleicht aus dem Musical oder aus dem Film Evita, gespielt von Sängerin Madonna. Evita Perón war ja eine der mächtigsten Frauen in den 50ern und die einflussreichste Politikergattin Lateinamerikas. Jetzt gibt es den Musical-Klassiker von Andrew Lloyd Webber auf der Felsenbühne in Staats zu sehen, wo wir letzte Woche bei der Premiere waren. 1935. Als 16-Jährige kommt die aus einfachsten Verhältnissen stammende Evita Duarte nach Buenos Aires mit dem festen Vorsatz, hier Karriere zu machen. Man sagt ihr rasch nach, dass sie mit Hilfe ihrer Liebschaften zur Film- und Radiodiva aufsteigt. Bei einer Benefizveranstaltung lernt sie den Militäroberst und Sozialminister Juan Perón kennen. Andrew Lloyd Webber zeigt in seinem Musical deutlich, wie es Evita schafft, mit Sexappeal zu Macht und Ruhm zu gelangen. Man sieht, finde ich, die zwei Seiten, die sie hat. Also das, was das Volk sie vergöttert hat und sie als Engel dargestellt hat. Und halt eben auch die dunkle Seite, wie sie sich halt hochgeschlafen hat und wie sie halt alles dafür getan hat, dass sie halt dahin kommt, wo sie hingekommen ist. Und das finde ich halt das Spannende, dass man nicht immer nur die schöne Seite sieht, sondern auch ein bisschen die Abgründe. Er hat mit Jesus Christ provoziert, hat dann ein Thema gesucht, das ähnlich für Aufsehen sorgt und hat dann in Evita Perón die Figur gefunden, um die er herum diese Geschichte bauen kann. Webber pflicht den aus Argentinien stammenden Revolutionär Ernesto Che Guevara als bewussten Gegenpart zu Evita ein. Sie hat gar nichts getan. Sei nicht um mich, Argentinier. Ich habe dich nie vergessen. In schweren Zeiten. Mit 26 Jahren ist Evita an der Seite ihres Mannes und Präsidenten Juan Perón die mächtigste und populärste Frau Lateinamerikas. Doch bereits 33-jährig erliegt sie einem Krebsleiden. Für alle war sie eine Heilige. Für andere war sie ein Feind, ein sehr starker Feind. Aber eine sehr kontroversielle Figur, die noch heute sehr wichtig für alle Argentinier ist. Bei der gelungenen Produktion in Staats kommen auch junge Talente der Region zum Zug, wie Eva Maria Vuganeda. Wie ein Stein, hart und kalt. Auch die Ausstattung muss hervorgehoben werden. Kostüme und Bühnenbild lassen kaum Wünsche offen.